Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute zeige ich euch, was man machen kann, wenn einem an dem Klositz, an der Klobrille hier, so ein Teil kaputt gegangen ist. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video. So, wieder mal ein Video zum stillen Örtchen. Ja, da habe ich ja eine ganze Playlist, verlinke ich euch hier natürlich rein und auch unten in der Videobeschreibung. Was können wir jetzt tun, wenn es so wie hier ist, dass so ein Kunststoffteil gebrochen ist? Ihr seht, das hat da einen Riss, deswegen liegt das Ganze auch nicht mehr gerade auf. Warum sollte man da was tun? Und zwar, wenn das immer weiter zusammenbröselt, sage ich mal, oder kaputt geht, dann kriegt ihr da eine Senkung rein, und wenn ihr die Brille dann runterklappt, dann kann sein, dass der Druck da so hoch wird, weil ihr habt ja hier einen, dann habt ihr hier unten einen, den sieht man jetzt gerade nicht, und dann kann sein, dass das zu stark durchbiegt und das dann unter Umständen bricht. Ich kenne so Fälle schon und deswegen habe ich mir gedacht, ja, da sollte man jetzt doch besser was tun. Und zwar, was machen wir da? Es gibt da lustigerweise sowas. Und zwar, das sind einfach solche Unterlagen, die man in den Klositz reinkleben kann. Zum Beispiel hier so. Und dann ergibt es ungefähr die Höhe, die man auch hier hat. Und da muss man dann natürlich mehr reinkleben. Ich mache da 4 Stück rein. Und dann haben wir da einen Ersatz. Vor jeder guten Klebung, nachdem das mit einem Klebestreifen arbeitet, müsst ihr immer reinigen gut. Wie mache ich das? Ich mache das immer mit ein bisschen Alkohol. Ja, das ist der Alkohol, den ich auch verwende, um mein 3D-Druckbett zu reinigen. Ja, und das mache ich hier an der ganzen Fläche, wo ich mir denke, könnte ich es dran kleben. Überlegt euch dann schon mal, wo ihr es hinkleben wollt genau. Dann muss der Alkohol ein bisschen ablüften, dass da keine Flüssigkeit mehr drauf ist. Und dann ist es schön sauber vorbereitet für eine Klebestelle. Und man sieht es hier, habt ihr auch so eine kleine Beschreibung dabei, wo eben steht, ja, man muss es zuerst sich mal überlegen, wo man die Bumpers hinmachen will. Und man muss sie reinigen, diese Stelle, wo man es aufklebt. Dann kommt die Folie ab, das zeige ich euch gleich. Und dann kleben wir es auf. Und wir sollten es ungefähr 30 Sekunden festdrücken. Okay, beziehungsweise man kann natürlich auch den Toilettensitz dann runter machen und, ich sag mal, eine Kiste Bier oder sowas draufstellen, dann drückst du das auch rein. Okay, dann gehe ich her und ich habe mir überlegt, ich mache den da so drauf, so, und da unten mache ich den noch hin. Okay. So schnell geht's. Das Ganze ist jetzt angeklebt. Wie gesagt, 30 Sekunden hieß es, soll man draufdrücken. Wenn ihr das nicht gemacht habt, keine Panik. Die Dinger halten jetzt schon mal und macht jetzt einfach den Klositz runter und stellt für 5 Minuten vielleicht eine Kiste Bier drauf. Dann hat sich das Ganze auch erledigt. Dann hält es garantiert so gut, wie es kann. Was wichtig ist, ihr müsst natürlich schauen, dass ihr nicht in diese Rundungen reinklebt, weil dann habt ihr nicht über die gesamte Klebefläche eine Verbindung. Ja, ganz wichtig. Also, wenn ich den jetzt zu sehr steil gedreht hätte, da in die Rundung rein oder da unten, ja, dann klebt er nur an den Ecken, wo er an die Rundung rangeht, ja, und nicht auf der ganzen Fläche, dann hält er nicht so gut. Also wichtig, sucht euch eine schön flache Stelle und ihr müsst das auch schön flach reinkleben.
Was kann man jetzt zusammenfassend sagen? Ich denke, eine ganz einfache Sache, ja, wo man diese Dämpfer kaufen kann, mache ich euch unten auch in die Videobeschreibung einen Kauflink rein. Und wichtig ist eben nur, macht euch das vorher schön sauber. Ich habe es mit einem Reinigungsalkohol gemacht. Wichtig ist, die Stelle muss wie bei einer klassischen Klebestelle staubfrei, ölfrei, fettfrei und so weiter sein und tragfähig. Und genau, das kriegt ihr halt durch den Alkohol am besten hin. Und dann einfach ankleben und das war's auch schon. Dann bedanke ich mich bei euch für die Zeit, fürs Zuschauen. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal und schaltet wieder ein.